Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es um Notfallvorsorge, denn auch ich habe mal wieder eine Doku in die Finger gekriegt, diesmal aus dem Hause von N3. Und für die unter euch, die jetzt nicht gerade aus dem hohen Norden kommen, N3 ist ein regionaler Sender und ich gucke normalerweise kein Fernsehen oder irgendwas in der Art. Aber ich muss zu meiner ganz großen Verwunderung und zu meinem Erstaunen erklären, dass diese Doku wirklich gut war. So, worum ging es in dieser Doku? In dieser Doku ging es darum, ob und wie und wenn ja, warum und wie viele Deutschland für den Katastrophen- und Krisenfall aufgestellt ist. Diese Doku ist also aktuell, also ausreichend Zeit nach, wie heißt das Ding hier, Ahrtal. Mein Lieblings-Ahrtal. Worum es da jetzt im Einzelnen ging, Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Ja, worum ging es denn da nur im Einzelnen? Also anfing das Ganze damit, mit einem Bericht über das sogenannte Heimatschutzregiment in Hamburg, was ursprünglich mal aus über 900 Reservisten der Bundeswehr bestand, aus Kostengründen auf 172 Persönlichkeiten zusammengedampft wurde. Und ganz ehrlich, bei einer Stadt wie Hamburg, bei der Größe von Hamburg und der Einwohnerzahl von Hamburg, da sind 172 Persönlichkeiten für eine wirklich große Schadenslage, Deichverteidigung, irgendwas in der Art. Also mit knapp 1000 hättest du wenigstens was berissen oder bereißen können, wenn du denn gewollt hättest. Aber 172 ist zwar nett gemeint und ist ganz süß auf dem Papier, aber jein. Also das ganze Video bzw. die gesamte Doku findet ihr einmal hier und einmal unten in der Videobeschreibung, bevor wir das wieder aus dem Auge verlieren. Das wäre doof. Worum ging es noch? Es ging unter anderem mal wieder um Lebensmittelvorräte des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Grundidee ist nicht schlecht. Das Konzept dazu ist von 1965 des letzten Jahrhunderts und somit schon ein bisschen über. Ganz kleines bisschen. Denn bevorratet wird Reis, es werden bevorratet Hülsenfrüchte, es wird Getreide bevorratet. Und der große General Masterplan sieht so aus, dass aus den Hülsenfrüchten und dem Reis eine warme Mahlzeit pro Tag, pro Boneless Burger zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Ganze notfalls auch über mehrere Wochen. Des Weiteren soll das Getreide in Großmühlen gefahren werden und daraus Mehl gemacht werden, um dann hinterher das Mehl in Großbäckereien zu fahren, die daraus nicht Brot für die Welt, aber Brot fürs Volk machen. Und wie gesagt, die Grundidee finde ich gar nicht so richtig ätzend. Das Ganze ist nur A, nicht mehr zeitgemäß und B, in der heutigen Lage ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Denn welche Mühle hat bitte noch Notstromanschluss? Und das mit dem Stromausfall ist das, was uns am allerhöchsten um die Ohren fliegen kann. Welche Großbäckerei hat noch einen Notstromanschluss, also die Möglichkeit einzuspeisen oder hat selber noch ein Notstromaggregat? Ups. Wie sieht es denn aus mit den Großküchen, in denen das wundervolle Material dann irgendwann zu was Essbarem zusammengequirlt werden soll? Sinnvoll? Nein. Und auch da wird darauf hingewiesen, dass das zum einen nur zeitverzögert rausgegeben werden kann und wird. Dazu müsste allerdings erstmal jeder Kreis wissen, wo derartige Lebensmittel bevorratet werden, beziehungsweise wie man Zugriff drauf kriegt.
Und diese Information hat bei ganz, 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 ganz weiten nicht jeder Landkreis. Ganz lange nicht. Sie sollen aber eigentlich Zugriff drauf haben. Ja, was denn nun? Ja. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist ganz einfach. Derartige Informationsvergabe ist eine Hohl- und keine Bringepflicht. You're welcome. Ein weiteres nicht ganz unerhebliches Problem, ein weiterer Punkt, auf den dann halt auch wieder zurückgekommen wird, ist die Notbevorratung der Bevölkerung, die bei weitem immer noch ganz lange nicht da ist, wo sie sein müsste. Ich glaube, Corona haben wir jetzt mindestens, jeder von uns mindestens 2, 3, 3,5 oder 12 Mal gehabt, ist auch egal. Auf jeden Fall wissen wir alle, wie das ist, mit dem Arsch zu Hause zu bleiben und nicht einkaufen gehen zu können, zu dürfen. Whatever. Macht also schon Sinn, das ein oder andere an Vorräten zu Hause zu haben. Gell? Eben. Was ich ebenfalls in dieser Doku sehr, sehr spannend fand, es gab mal aus Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg und des Kalten Krieges Bunkeranlagen in Deutschland. Viele davon sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus einfachen Luftschutzbunkern in sogenannte ABC-Schutzbunker umgebaut worden. Also gegen atomare, biologische und chemische Kampfstoffe. Und davon gab es deutlich über 1000 Stück, bundesweit verteilt. Inzwischen sind ein ganz großer Teil wieder zurückgebaut. Es sind ein ganz großer Teil abgerissen und zurückgebaut oder nur zurückgebaut. Oder andere sind in Museum umgebaut worden. In Kiel gibt es einen relativ großen Bunker, der allerdings an eine Eventfirma vermietet bzw. verpachtet ist, auch Langzeit verpachtet. Nutzung als Bunker tatsächlich? Nein, vergiss es. Und so haben wir in Deutschland ganz offiziell 599 Bunker. Wir hatten deutlich über 1000. Aber selbst diese über 1000 Bunker in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Krieges, waren im Grunde nur eine Beruhigungspille der Bevölkerung. Warum? Wisst ihr, wie viele Persönlichkeiten diese Bunkeranlagen alle zusammen Schutz geboten haben? 1% der deutschen Bevölkerung. Maximal 1%. Deutlich über 1000. So, jetzt haben wir 599 Bunkeranlagen. Wisst ihr, wie viele davon intakt bzw. einsatzbereit sind? Sitzt ihr gut? Sitzt ihr bequem? Nicht ein einziger. Gar keiner. Jetzt kann man irgendwie rumrühren, man muss und der Staat muss. Der Staat kann gar nicht. Wie soll denn der Staat können, wenn man sich selber irgendwie gegenseitig jedes Mal die Beine abhackt? Seit über 30 Jahren wird am Katastrophen- und Bevölkerungsschutz dermaßen rumgekrebst und rumgeknapst, dass der Katastrophenschutz, wenn wir mal wirklich große Katastrophen uns mal angucken, dann ist dieser Katastrophenschutz in Deutschland mehr oder weniger non-existent. Guckt euch mal, erinnert euch mal bitte ganz kurz ans Ahrtal. Wer hat es da gerissen? Wer hat da das Ruder rumgerissen? Das waren keine Hilfsorganisationen. Wenn die ganzen sogenannten nicht organisierten Helfer gewesen wären, dann würde das Ahrtal inklusive dazugehöriger Hilfsorganisationen nach wie vor bis zur Hüfte im Schlamm stecken. Ich möchte nur, dass der eine oder andere das da draußen wirklich versteht. Warum sehen einige Punkte, einige Stellen im Ahrtal wieder einigermaßen Tageslicht aus, während andere wie Dresden 45 aussehen? Was haben Politiker damals die Fresse vollgenommen? Ja, es muss und sofort und wir werden einen Scheiß haben sie. Und da ist ganz egal, wer von den Klappspaten zum Katastrophentourismus angetreten ist, ob das Olivia Newton-Scholz war, ob das Bundes-Angie war, ob das Bibi Baerbock oder wer auch immer. Guckt euch die Spacken an, vergisst das. Das ist ein ganz ähnliches Phänomen, jetzt gut zuhören. Ist Wohlstand und Reichtum schon ein einziges Mal von Politik ausgegangen? Nein. Das waren jedes Mal private Menschen. Das waren entweder private Menschen, es waren Unternehmer, die den Daumen aus dem Gesicht genommen haben, das Nuckeln eingestellt haben und zugesehen haben, dass sie fertig werden.
Wenn du willst, dass etwas in deinem Sinne und sofort geschieht, Daumen aus dem Gesicht, Nuckeln einstellen, weil es sieht unfassbar bescheuert aus, und fertig werden. Genau in dieser Reihenfolge, nicht anders. Nicht Thomas, nicht anders, nicht Dieter und auch nicht Bohlen. Also wieder der Aufruf, macht euch mit dem, was passieren kann, schlau. Das ist nicht die Zombie-Apokalypse, das ist nicht die B-Apokalypse und die C-Apokalypse ist es witzigerweise auch nicht. Kann uns eine Pandemie ereilen? Ja, und zwar schneller, als wir alle laut Luft holen können. Und Mutter Natur hat noch so viel Scherze für uns übrig. Das mit Corona war gerade erst der Gruß aus der infektionstechnischen Küche. Das ist ein Witz. Ein besonders schlechter, aber es ist ein Witz. Kann uns ein Stromausfall gefährlich werden? Ja, klar. Gerade jetzt, wo wir die letzten AKWs vom Netz genommen haben, ja, die haben nur noch 6% der Gesamtleistung beigetragen. Aber das sind 6%. Das ist immerhin besser als nichts. Das ist besser als Siemens Lufthaken. Und nein, dagegen an kannst du garantiert keine Windräder bauen. Und mit Photovoltaik kommst du auch nicht so schnell hinterher, wie das der eine oder andere gerne hätte. Das ist so ähnlich wie das Prinzip Atomkraft. Nein, danke, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Völlig hirnrissig. Aber hirnrissig scheint gerade im Moment irgendwie ganz besonders in Mode zu sein. Aber nicht in meiner. Ich bin zu alt für den Scheiß. Echt. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, wenn ihr dazu weitere Anregungen habt, wenn ihr Anregungen braucht, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann findet ihr da den Link in meine Playlist und zwar entsprechend zum Thema Notfallvorsorge. Und das, was ihr da nicht findet, da wendet ihr euch bitte direkt an mich oder an irgendjemand anderen, der euch vielleicht vertrauenswürdiger erscheint. Das weiß ich ja nicht. Ich stecke bei euch ja nicht unmittelbar hinter der Stirn und vielleicht möchte ich das auch gar nicht so gern. Kinders, passt auf euch auf da draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Kann uns eine Pandemie ereilen? Ja, und zwar schneller, als wir alle laut Luft holen können. Und Mutter Natur hat noch so viel Scherze für uns übrig. Das mit Corona war gerade erst der Gruß aus der infektionstechnischen Küche. Das ist ein Witz. Ein besonders schlechter, aber es ist ein Witz.